Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin das Reiter und wir haben heute ein vorgestellt, Size Matters. Und zwar gucken wir mal da rein. Habe ich den Key von, ich spicke gerade, Rafael from Grab the Games bekommen. Recht herzlichen Dank dafür. Und dann schauen wir mal, was denn hier so möglich ist. Ich habe das Tutorial schon einmal gespielt, um zu sehen, wie die Aufnahme so ist. Hat funktioniert. Jetzt haben wir hier wohl Anfänger normal, schwer verrückt, niedrige Schwerkraft, winzig, Benutzer definiert, Anfänger, achso, das sind alles Einstellungen, es ist aber alles mit einem Schloss versehen. Ja, Benutzer definiert geht wohl irgendwie nur, das andere ist alles, ja, gesperrt. Naja, nicht schlimm, wir gucken zu, das war dann hier. Warte mal, Laboratorium. Achso, da sieht man nur so ein Bild, wie es aussieht, ne? Ja, das Tutorial war, glaube ich, in dem Raum, kann das sein? Oder war es in dem? Ja, wir nehmen einfach das, weil hier der Punkt der erste ist, ne? Spielerhöhe, Anfangshöhe ist ganz hoch. Okay, das heißt, ach, geht doch noch höher. Maximal Luftsprünge, okay, dann kann man das höher. Ja, es geht in dem Spiel darum, dass man wahrscheinlich einen Trank getrunken hat zum Selbsttest und dann hat man den falschen Trank gehabt. Man wird kleiner, bis man irgendwie nicht mehr da ist, so ungefähr wahrscheinlich. Und irgendwann kommt man nicht mehr an Schubladen und Schränke und ist dann ja nicht mehr in der Lage, einen Gegentrank zu brauen. Das ist sozusagen das Ziel des Spiels. Und, warte mal, hier unten sind nur 3 Punkte. Okay, sonstiges. Also man kann verdammt viel wohl... zerbrechliche Flaschen, ja, das habe ich jetzt erstmal noch nicht drin. Das ist auch besser so. Verbrauchsgüter. Halte dein Schrumpfen temporär auf. Also wenn ich einen Cookie esse hier, dann... Kapaz Power-Up-Zeit, okay. Okay, und das... Ja, okay. Aber wir lassen das erstmal so, wie es ist. Und warte, die dritte Seite gucken wir uns dann auch noch an. Okay, da ist dann... Metrisch ist klar. Gut, dann würden wir mal da nach dem Intro reinsteigen und schauen, wie es dann wieder so wird. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann sind wir im Ladebildschirm gerade gewesen und wir müssen jetzt schauen, dass wir irgendwo hinkommen. Hier, Zutat gefunden, Opposium. Leremium. Hier sind auch 1000 Sachen. Kann ich nichts mit anfangen. Da können wir öffnen. Ist aber nichts drin. Wir müssen gucken, dass wir halt eine Zutatliste finden. Ne? Und wenn wir die Zutaten haben, dann können wir Frauen. Ach, hier oben liegt ja eine. Dann sollten wir mal gucken. Kratium 7655 Timonium. Hier oben Bostrophedon und Wasser, gibt es Uxonom, Marzenum, okay. Hier 2 Zuten hinzu. Ja, ich weiß noch nicht, was ich machen muss. Uxodium plus Mikro, der gibt Schlüssel 1. Ach, wir brauchen Schlüssel, das war's, genau. Uxonom, Mikrowelle. Opposium, Merium. Gibt es hier noch irgendwo was anderes? Da hinten ist noch was. Kratium, Uxorium. Kann ich nicht herstellen hier auf der Liste. Das war hier. Uxonom. War das das? Ja. Das bedeutet, ich brauche Bostrophedon. War das das? Nee. Auch nicht. Auch nicht. Bostrophedon. Timonium gibt's das, den Schlüssel 1. Nee, das ist alle nix. Hier ist noch eine Maschine, hier ist noch ein Schild. Da ist nix. Da ist wohl auch nix. Da ist nix, da ist nix. Da ist wohl auch nix.
Da ist noch was. Bombastium. Das Bombastium stellen wir mal nicht dahin. Das kommt hier erstmal hier. Bombastium, Mikrowelle gibt Forsanium. Timonium, Schlüssel 3. Ja, es geht schwierig voran, würde ich sagen. Schreibtisch hatten wir, glaube ich, schon. Okay. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Irgendwie fehlt mir noch was. Opposium. Da geht nichts. Ja, Schlüssel 3. Uxonum. Bostrophen. Bostrophen. Kann ich hier irgendwas machen? Achso, ich kann den wegrücken. Ist da was hinter versteckt? Nein. Es wird immer schwieriger, umso länger ich hier durch die Gegend latsche und nichts finde. Also, Bombastium. Da sehe ich jetzt Anoium, gibt Schlüssel 3. Gratium. Wo ist denn jetzt noch ein Getränk? Was ist da ein Feuerzeug? Wo habe ich jetzt was übersehen? Kann ich nicht aufmachen. Ich krieg's nicht hin, ne? Ich krieg es nicht. Ach, hier war ja noch was. Opposium, Lerenium hat. Also wir müssen ja für das Dingens da auch noch Wasser haben. Okay, da ist schon mal Wasser. Ich brauche Wasser für das Zeug herzustellen da oben. Steht ja Astrovium Wasser. Da oben steht noch was. Okay, ich habe jetzt wahrscheinlich die richtige Totsaat. Okay, dann wollen wir mal schnellstens zusehen, dass wir das da nicht unterm Tisch hängen lassen. Nochmal nehmen. Kriege ich das jetzt nochmal? Okay, und herstellen. Ja, wäre schön, wenn es geht, ne? F-Taste. Oder ist es E? E ist es. Oh. So. Uxonium wird dann. Apostrophen. Mir fehlt irgendwie noch Text, ne? Posium Lerenium. Bombastium. Uxonium. Das sollte gleich fertig sein. Das muss jetzt in die Mikrowelle. Ich muss immer das E drücken, das vergesse ich immer. Uxonium-Mikrowelle gibt Schlüssel 1. Wo finde ich jetzt noch mehr? Gratium. Gratium habe ich schon irgendwo gefunden. Das Schlag hier, oder? Das muss hier drauf. Und den Code brauche ich nochmal. 7655. 7655. Läuft. Bombastium. Und die Mikrowelle gibt auch was anderes. So, Schlüssel 1 muss. Oh, schon runtergefallen, shit. Muss ich jetzt hier hinbringen. So, Schlüssel 1 ist fertig. Ist gelöst. Bombastium, Timonium. Jetzt Schlüssel 3 ist Anoium. Anoium wird aus Timonium und Forsanium gemacht. Forsanium. Wir merken schon, wie ich jetzt gerade wieder kleiner bin. Eremium.
Opposium. Bombastium. Wo steht die nächste Geschichte? Forsanium, Bombastium und Mikrowelle. Bombastium und Mikrowelle. Marzenium, Timonium, Opposium. Ja, das wird schwierig noch werden. 10 Minuten verbleiben, auch noch das. Ich glaube, ich werde sterben. Bombastium, Mikrowelle. Timonium. Timonium, hatten wir das schon? Timonium und Forsatium. Forsatium. Das geht. Ammolium und Wasser, das heißt, ich brauche Wasser. Wo ist das Wasser? Shit. Da. Jetzt habe ich das Wasser da gerade so noch rausgekriegt, ne? Das ist mein größtes Problem wahrscheinlich. Und Ammonium und Wasser. Ammonium, Wasser gibt Schlüssel 3. Ich weiß immer noch nicht, wie ich Schlüssel 2 kriege, oder? Doch, da Marzenium. Wie kriege ich aber Marzenium? Das muss irgendwo im Schild stehen. Da nicht. Timonium. Das wird schwierig. So, da habe ich jetzt Schlüssel 3. Der muss da hinten hin. So, jetzt brauche ich noch Schlüssel 2, aber ich habe das Rezept dafür nicht. Posium, Lerenium. Lerenium habe ich doch auch schon irgendwo gesehen. Da nicht. Oxonium. Kratium, Timonium. Das ist auch schon durch. Ich weiß nicht, wo es noch steht. The World, ne. Ich glaube, wir haben ein Problem. Wo ist noch ein Schild? Kann ich nicht. Schlüssel 1, das ist schon erledigt. Wo kriege ich jetzt das her? Bus. Opposium. Habe ich das denn hier alles schon durchsucht? Ich habe schon überall geguckt, oder? Ich krieg's nie hin. Anomien Schlüssel 3 habe ich. Bombastium Mikrowelle habe ich, glaube auch schon. Da komme ich nichts zu sehen. Hier liegt noch ein Schild. Opposium und Leromon. Und da muss ich jetzt dran kommen, ne? So. Jetzt muss ich gucken, dass ich da schnellstens das noch geklärt kriege. Das gibt Marzenium. Und Marzenium war irgendwo hier ein Code. Kratium, ne? Wo war Marzenium das Code? Da, Marzenium 4598.
Kriege ich das jetzt so da weg? So, jetzt brauche ich den Code noch vom Marzenium. War der hier? 4598. 4598. Läuft. So, jetzt muss ich nur gucken, wo Schlüssel 2 steht. Da haben wir 10.598 Schlüssel 2, okay. So, den haben wir da hingekriegt. Wie viel Prozent haben wir? 84. Ah, wir haben noch 4 Minuten 36, das sollte gerade so klappen, ne? Ich glaube, wir haben es geschafft. Produziere dein Gegenmittel. Puh, das ging aber mal gerade noch so gut, ne? Ich war nur noch knapp 60 cm groß. Zeit, die übrig hatte, es waren 4 Minuten. Du hast ein Gegenmittel gemacht in 1336. Du hast so oft Ausrüstung benutzt, 10 Mal. Ja, das ist Size Matters. Ganz cooles Spiel für zwischendurch mal, denke ich. Ist richtig cool. Bestimmt werden wir da noch eine zweite Runde von drehen und mal schauen, dass wir die irgendwo dann auch in einem anderen Labor machen und dann gucken wir mal, wie es wird. Ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zur nächsten Vorschau. Ciao.